Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Wir haben ein neues Reitpferd und ich habe mich doch entschieden, erst die Nebenquest zu machen. Wir holen jetzt erstmal mit die Medikamente für den armen Mann. Das war ja nicht so toll. Ich werde tun, was ich tun muss. Na, verdammte Axt. Liebe mein Reittier. Oh! Dieser Strahl des Todes schon wieder. Hey, shit. Drei Stück. Okay. Ja, ist ja gut. Ich sollte mich vielleicht mal auf einen konzentrieren, aber das ist gar nicht einfach. Steh was? Mist daneben. Keine Munition mehr. Ich habe nämlich langsam echt die Schnauze voll von euch. Jetzt überlebt er nicht mehr. Ah. Warte, da oben war noch irgendwas. Läufer. Okay, so spannend wollte ich die Folge eigentlich gar nicht starten. Ich brauche jetzt echt Heilkräuter mal. Schon wieder alles aufgebraucht. Ist echt schlimm mit den Typen hier. Da will man nur mal ganz gemütlich hier durchreiten und dann sowas. Was ist denn da oben jetzt schon wieder? Wie gesagt, Läufer sind mir echt egal. Ich hoffe, das war's jetzt mit den ganzen Plünderern. Lagerfeuer entdeckt. Das habe ich schon entzündet. WTF. Wann denn bitte? Komme ich hier nach oben? So schon mal nicht. Oh, doch. So funktioniert es eigentlich ganz gut. Waren wir schon mal hier? Warum wird mir das grün angezeigt, wenn ich das noch nicht entzündet habe? Okay, die Fackel leuchtet grün. Und nicht schlecht. Okay. Du bist ein Einsiedler. Du bist eingesperrt? Helf mir doch! Ja, ich bin schon unterwegs. Hallo! Ja, gleich. Ich musste erstmal hier looten. Das
ist das Wichtigste von allen. Wo bist du denn? Hilfe! Ist da jemand? Ja, ich komme ja schon. Urmutter sei Dank. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Okay. Nicht so viel rumschreien hier. Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste es... Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Ja, ich will mich nur mal kurz hier umschauen, ob ich noch mal was looten kann. Weil er hat ja ziemlich coole Sachen in seiner Kiste, aber sieht nicht so aus. Nein, ich wollte eigentlich Pfeile herstellen. So. Dann verfolgen wir mal die Diebe. Warum sammeln die nicht selber die Kräuter? Beziehungsweise, was wollen sie mit den Kräutern? Ist es so eine Art Droge? Die Ausgestoßenen, die die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Viel Spaß, ich habe keinen Bock, euch zu helfen, ganz ehrlich. Das ist ein Säbelzahn. Das nehme ich lieber mit. Ich sammle erstmal Heilkräuter, die werde ich nämlich gleich brauchen. Auch hier irgendwas, was man brauchen kann. Wenn ich schon mal hier oben rumrenne. Oh Gott, ich will dir nicht helfen. Ich gehe doch dabei drauf. Oh Gott, ich will nicht sterben. Hat der mich schon gesehen? Und wenn, warum? Okay, er hat mich nicht bemerkt. Das war ihm anscheinend scheißegal. Versucht da unten den zu treffen, damit er explodiert, aber... Ich hab dich im Blick.
Ja, genau. Ich kann nahe mit dir sprechen, ich will jetzt erstmal den da looten. Das ist nicht so oft, dass ich den besiege. Gott sei Dank haben die mit drauf gefeuert. War nicht ganz so nutzlos, die Leute. Oh, der hat noch was Grünes. Das ist noch wichtig. Was bist du für eine Pflanze? Nee, ich will nur Heilkräuter. Das andere vermüllt nur mein Inventar. Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt, er hat's nicht mal bemerkt. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. Dankeschön. Gott sei Dank, ich dachte schon, wir müssen jetzt mit denen kämpfen. Ja, die Gesetze sind so... Ja, gut. Gott, wie komme ich denn wieder zu dem Typen lebend? Falsche Abzweigung? Ja, ich glaube, das ist ein Weg. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Dann schlitter ich nämlich den Berg hier runter, habe ich auch keine Lust drauf. So, du Angsthase. Hier ist die Traumweide. Bring sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Oh mein Gott. Entweder wir antworten intelligent, sieh mal in den Spiegel, June. Oder mit Herz, eine Ausgestoßene hat dir geholfen, weißt du noch? Oder kämpferisch, soll ich dich in deine Schranken weisen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Am liebsten würde ich jeden, der mir dumm kommt, hier voll in die... Aber nein, darf ich nicht. Wir sind ja lieb und so.
Ich mochte es, sieh mal in den Spiegel. Schon seltsam, dass du Ausgestoßene so hast, John. So ganz allein hier draußen bist du praktisch selbst einer. Ich bin sehr gern allein. Schön für dich, denn ich sehe niemanden, der dir wegen deiner Gesellschaft die Tür einrennt. Bis auf Ausgestoßene, die Traumweide wollen. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Mit dem rede ich ganz bestimmt nicht mehr. So, Quest haben wir beendet. Hier hätten wir noch eine. Es ist super, weil hier ist auch die Hauptquest von die Sucherin vor den Toren. Dann können wir zwei Sachen auf einmal machen. Dann würde ich sagen, dann begeben wir uns doch dahin. Nee, ich will keine Schockwurzel, ich möchte gerne Heilkräuter. Warum leuchten die hier so grün übrigens? Und schnell mal speichern. Ich hoffe, die Pirscher sind nicht wieder... Ach so, sind sie? Ich möchte aber jetzt nicht nochmal gegen die kämpfen. Ich hab irgendwie nicht so Bock drauf. Sei still. Jetzt muss ich kämpfen. Ich wollte eigentlich. Shit. Ich wollte sie eigentlich umwandeln. Ja, stützen wir uns die Klippe runter. So. So verrückt wie wir ist keiner, also kommen uns sie bestimmt nicht hinterher. Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich kann mich entspannen. Glaube ich nicht. Ich würde mich nicht entspannen, wenn ich hier in den Tod springe. Gut. Hat super funktioniert. Da lang. Wir haben jetzt keinen Reittier mehr. Schade. Heilkräuter immer mitnehmen. Dafür habe ich immer Zeit, stehen zu bleiben. Sieht doch so cool aus, oder? Wahnsinn. Ach, sei still. Der Himmel öffnet seine Schleusen. So, wir sind... Wir sind da und ich springe hier den... Wasserfall runter. So, jetzt aber. Mal sehen, wie wir hier empfangen werden. Die suchen mich. Mutterkrone. Das muss Mutterkrone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. So viele Verwundete. Es ist ein schwerer Sturz. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch daraus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Brutstätte? Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Lektion? Hat dich denn jemand geschlagen, oder was? Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war
starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Und ich bin neugierig. Unglaublich neugierig. Über die Gefallenen sollte ich in, oder Kranken sollte ich hier nicht laufen. Sollen sich die ungläubigen Kaja doch hinter ihren Festungen und Grenzen verstecken? Hallo? Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Göttin sei uns gnädig. Lass deine gläubigen Kinder nicht ihr vergessen. Oh, okay. Da hinten ist noch ein Feuer, das aktivieren wir schnell. Sie ist eine Sucherin. Komm her, Mädchen, lass dich mal ansehen. Oh Gott, so viele Aufgaben. Erstmal den gegen den Stein. Hm. Wahnsinn. Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eberhäute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Mutters Mutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Er möchte also einen Ring haben, ja? Oh, du bist's.
Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreffjagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal. Aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit 3 verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Feuer ja, aber das andere habe ich noch gar nicht. Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Okay, und das bringt dir denn was, wenn ich dich geschlagen habe? Jetzt reden wir noch mit der anderen hier. Und dann ist erstmal Schluss für heute. Die Grenze. Du darfst jetzt nicht zusammenbrechen. Wie mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet.
Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Die Verderbnis durchdringt alles. Man kann sich also auch einen Hauptmannposten wünschen, okay. Cool. Wie es weitergeht, sehen wir aber in der nächsten Folge. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.